Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobbelt und wir haben jetzt die Weihnachtsausgabe mit vielen, vielen Weihnachtsideen, Weihnachtsvideos. Neben mir Sabine Krankel. Und jetzt geht es um die klassische Dekoration eines Adventskranzes. Vielleicht zunächst noch eine Farbe. Ich sehe hier, die Kerzen sind weiß. So in meinem Kopf, in meiner Fantasie sind sie rot. Ist das gleich oder sind sie weiß? Oder was wäre eigentlich richtig oder kann man beides machen? Also traditionell nimmt man drei rote und eine lilane. Wirklich? Mhm. Warum eine lila? Weißt du das? Also ich weiß es nicht ganz genau, ich weiß es nur von früher, da hat man das so gemacht. Und die violette Kerze hat man am vierten Advent angezündet. Okay, die zeigt dann sozusagen den Höhepunkt oder das Christfest. Ja. Mhm. Und wie macht man es heute so? Also macht man es eher weiß oder warum komme ich auf rot? Weiß es gar nicht. Ja, rot ist eigentlich auch eine traditionelle Farbe. Mhm. Rot und mit Karo zum Beispiel, karierte Bänder dazu, rot-weiß kariert. Mhm. Das macht man jetzt auch gerne. Okay. Weiß finde ich, weiß und Gold, Silber finde ich auch sehr natürlich und kann man also für einen Adventkranz, mittlerweile kann man alle Farben verwenden. Okay, herzlichen Dank. Und jetzt zeigst du uns, wie man so eine klassische Dekoration eines Adventskranzes macht. Gut, also für den Adventkranz verwenden wir vier Kerzen, die bereits gesteckt sind. Dann nehmen wir vier Maschen, die angedrahtet sind. Das steckt man hier in den Strohrömer rein. Das viermal. Man kann dazu auch dann Kugeln noch dazu stecken, das werden wir jetzt auch gleich machen, oder Zapfen. Wenn der Draht zu lang ist, einfach dieses Stück abzwicken bitte. Ich verwende gerne für die Befestigung jetzt zum Beispiel von diesen Orangenscheiben die Klebepistole, die klebt sehr gut, ist eine Heißklebepistole. Und nur ein bisschen drauf machen und dann kann man das überall einfach hinkleben und das klebt für immer. Dasselbe mache ich mit den Kugeln. Die klebe ich auch so drauf und so kann man rundherum den Adventkranz schmücken. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten in den Farben oder auch in den Materialien, was Sie verwenden möchten. Man kann auch Zapfen verwenden, die man überall findet. Kann man in einem Floristenbedarf oder in einem Bastelgeschäft kaufen. Da ist Ihnen jegliche Fantasie erlaubt. So, noch ein paar Kleinigkeiten rundherum. Und eine Gruppierung ist auch immer wichtig. Das sieht immer schön aus, wenn die Materialien gruppiert werden. Also die Masche und die Kugeln und die Zapfen auf einem immer miteinander verbunden. Man kann auch Äpfel, getrocknete Äpfel dazu nehmen. Die könnte man noch ein bisschen besprühen, eventuell
mit dem Schnee oder mit dem Glitter. Und schon ist der Adventkranz geschmückt. Sabine, ich habe dir jetzt zugeschaut, wie du da den Adventskranz dekoriert hast. Und vielleicht zwei Fragen. Die erste, ich habe da diese Pistole gesehen, die sieht nicht ganz weihnachtlich aus. Warum brauchst du eine Pistole, warum nicht so eine Klebetube? Also die Klebepistole, die Heißklebepistole ist so fast das wichtigste Utensil von Floristen. Und also die funktioniert so, die hat so eine Patrone und die wird hinten hineingesteckt, dann drückt man hier drauf, dann kommt vorne, also das heiße, wirklich sehr, sehr heiße, der Kleb raus und also der ist wirklich sehr stark, der klebt sehr stark. Man kann wirklich fast alles damit festkleben, zum Beispiel auf so einer Kugel, das wird dann in kürzester Zeit ein bisschen antrocknen. Und dann klebt man die da drauf und die klebt ganz gut und fest. Man kann so eine Klebepistole auch gut als Werkzeug oder im Haushalt gebrauchen. Braucht einen Stromanschluss, habe ich gesehen. Ja, das funktioniert mit Strom. Und also man kann damit alles ziemlich fest kleben einfach. Jetzt eine etwas naturnahere Frage. Wir von Lubera haben ja die Paradiesäpfel gezüchtet, die Paradiesäpfel. Und jetzt sehe ich da zu meinem Bedauern, dass du hier gar keine Äpfel vorgesehen hast. Ja, die kann man noch reinmachen, das ist kein Problem. Also wir nehmen so einen Paradiesapfel. Sie sehen, Sabine ist vorbereitet. Ja, dann nehmen wir wieder einen Steckdraht, stecken den einfach durch den Apfel durch. Apfelvergewaltigung. Ja, genau. Drücken das zusammen, festdrehen, ein Stück kürzen den Draht, damit das gut Halt kriegt. Und dann können wir hier den Apfel noch dazu reinstecken. Und das sieht wirklich toll aus. Super, sieht ja, schön aus, das ja. Sieht wirklich schön aus. Und wiederum auf allen vier Seiten, damit wir das Gleichgewicht halten. So. Dann haben wir die Äpfel verarbeitet. Herzlichen Dank. Ich kann Ihnen verraten, wir haben hier die Sorte Fantasia benutzt jetzt zur Dekoration, damit Sie das auch wissen. Paradies Fantasia haben wir also hier zur Dekoration benutzt. Es ist natürlich so, man nimmt eher kleinere Äpfel. Ja, Sie müssen kleinere Äpfel nehmen, damit die zur Proportion passen. Herzlichen Dank für den wunderschönen Adventskranz, den wir gleich anzünden. Wie sagt man, anzünden oder? Ja, die erste Kerze dürfen wir bereits anzünden. Genau, okay. Bis später.